Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur Hotel-Challenge. Die Challenge, wo wir versuchen, ein 5-Sterne-Hotel aufzubauen. Und letztes Mal hat Jack Geburtstag gehabt und heute konzentrieren wir uns auf den Außenbereich. Ich muss sagen, der Außenbereich ist mein Nemesis und ich versuche mein Bestes, diesen Außenbereich schön hinzukriegen. Aber wir haben ein bisschen Geld an der Hand, also da mache ich mir keine Sorgen, dass das Geld nicht reichen könnte, ne Eddie? Ich mache mir eher Sorgen, dass der Außenbereich einfach nicht gut so aussehen wird, weil ich einfach ein Noob bin. Was sagst du dazu? Ja, er stimmt mir zu. Ja, aber ich würde sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir dann ins Umbauen und ich hoffe, euch wird's gefallen. Also, auf geht's in die Special Außenbereich Umbau-Folge.
Wie ihr sehen könnt, ich sehe jetzt anders aus, denn ich habe das nicht an dem Aufnahmetag alles geschafft. Ich dachte, ich hätte etwas mehr Geld zur Verfügung, aber das hat alles nicht so ganz gereicht. Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe hier ein bisschen das abgetrennt. Ich finde dieses Abteil eigentlich ganz cool, was ich in der Galerie gefunden habe, dass man das halt ein bisschen raussetzt und immer mal wieder platziert. Hier ist der Weg, wie ich mal erkannt habe, den man hier weiterführen kann. Heißt, hier müsste man das nur abgrenzen. Ich finde es eigentlich ganz cute, dass dann die gute Bonnie hier so einen Gartenbereich hat mit dem guten Patchy. Und ich wollte eigentlich einen Friedhof platzieren. Und als ich dann die Gräber in das Inventar gepackt habe, waren sie auf einmal weg. Deswegen muss ich dann im Nachhinein mal gucken, wie viele Gräber jetzt noch fehlen. Ja, doof. Doof, doof, doof. Aber gut, kriegen wir schon hin. Und jetzt ist hier ziemlich viel frei, weil ich eigentlich dachte, ich habe noch genug Geld. Nö. Aber dafür haben wir hier nicht so einen Brunnen, den ich recht hässlich fand, sondern so eine kleine Ballerina-Statue. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das weitermachen. Ich hoffe, euch hat diese Special-Umbau-Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann geht es wieder dran, Geld zu scheffeln und hoffentlich bald in den verdienten Urlaub zu gehen. Bis dann!